Die künftige Stadtregierung will die Aufenthaltsqualität am Bahnhofsvorplatz in der Stadt Salzburg verbessern. Vorschläge sind Sitzmöglichkeiten, Überdachungen, ein kostenfreies öffentliches WC und die Begrünung des Platzes. Touristinnen und Durchreisende bestätigen in einer SN-Straßenumfrage, dass hier dringend etwas gemacht werden muss. Auch die Sicherheit ist immer wieder ein Thema, da trotz Verbote auch immer wieder Alkohol oder Drogen konsumiert werden. Zudem halten sich dort Bettler und Obdachlose auf. Polizei und Ordnungsamt wie auch Sozialarbeiter sind regelmäßig vor Ort. Für Taxifahrer und Betreiber von angrenzenden Cafés und Geschäften ist das aber zu wenig. Fällt Ihnen dieser Bahnhofsvorplatz in Salzburg? Schwer zu sagen. Hier steht gerade die Polizei, die sich um Leute kümmert. Das ist so der erste Eindruck, den ich jetzt habe, wenn ich hier so stehe. Aber normaler Platz halt. Was könnte man verbessern? Aufenthaltszonen irgendwo, wo einladend was da ist, wo man sich hinsetzen und dann, wenn ich ausruhen, rumschauen, ankommen kann. Dass man den Alkohol verbieten sollte hier. Am Abend ist es schlimm. Tagsüber geht's ja. Und diese Steinwüste, die könnten wir eigentlich auch ändern. Es gibt ein Alkoholverbot am Bahnhofsplatz. Ja, das kontrolliert ja keiner. Wenn sie am Abend da durchgehen, ist es schlimm. Und ich finde halt, dass man das ein bisschen netter gestaltet. Und diese Säule, ich meine, das ist alles gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Kennen Sie Bahnhöfe, wo das besser funktioniert? Der Innsbrucker zum Beispiel. Und wie könnte man ihn verbessern? Ja, ich finde, mehr Grün wird dem Platz gut tun. Auch, dass man die Oberfläche ein bisschen öffnet, ist alles versiegelt und im Sommer ist es heiß, es sind nur Steine da. Es gibt sehr wenig Sitzgelegenheit da und das fände ich angenehmer, gerade als Reisender, wenn man hier einen Zwischenstopp hat, dass man einfach da angenehmer auch mal sitzen kann. Also ich würde mal sagen, dass die Sicherheit zu wünschen übrig ist, weil die Polizei sehr präsent ist. Aber wir haben halt ein sehr, sehr anderes Publikum, was halt so schwierig ist. Ne? Also es ist von den Obdachlosen und also könnte schon mehr getan werden. Ne? Also was würden Sie sich wünschen? Mehr Präsenz, auch wenn Sie jetzt 2-3 Mal am Tag durchfahren. Das Alkoholverbot ist ja auch nur auf dem Platz beschränkt. Ne? Da ist wieder überhaupt nicht gang und gäbe und dann es macht kein gutes Bild für die Kundschaft. Ne? Wie wirkt sich das dann aus, gerade während der Öffnungszeit? Angespannte Situation.